Prost, die Herren. Prost. Auf Westworld. Und willkommen beim Bierdacher Podcast 282. Wir schreiben den 29.11.2016. 83. 283. Dankeschön, Stefan. Mhm. Wie sieht es denn da zur Presse? Westbahnstraße 35a, 1070 Wien. Genau, beim Garib. Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Online-Marketing-Agentur aus Österreich vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle. Ebenso immer einen großen Dank ans Klebemonster und an unsere Flatterer und an unsere Patreonen. Und an unsere Feedbacker. Feedbacker, yeah. Kommen wir zum Teaser. Ja. Worüber reden wir heute? Ich darf anfangen. Ich war im Theater. Ich habe mir die Tagespresse-Show angeguckt. Schön. Über Podcasting. Mhm. Ja, und ich habe mir angeschaut Westworld aus dem Jahre 1972 mit Yul Brynner und den zweiten Teil dazu in Freude auf die Serie, nämlich Future World. Außerdem habe ich eigentlich noch diesen alten DDR-Science-Fiction-Film Eliolomer. Und gespielt habe ich eigentlich auch, aber das Teaser aus, das erste, sage ich. Naja, ich habe es geschafft, Spring RTS wieder mal zu installieren von Source. Okay, kommt. Das auch noch reingenommen. Weltbewegendes Thema. Ja, und wir wurden gefeedbackt von, ich sag da nichts, dass wir über die Bundespräsidentenwahl reden sollen. Also ja, das ist schon mal Teil 1 von Feedback. Und das zweite ist, dass wir wieder... Also Teaser ist jetzt aus, wir reden jetzt über das Feedback. Ja. Okay. Der Markus Keil hat uns nämlich Feedback geschickt via dem... Vielen Dank, Markus. Genau, Google-Formular. Vielen Dank an dieser Stelle. Und soll ich vorlesen? Ja, bitte. Ja, bitte. Also, er hört den Bierdacher-Podcast regelmäßig und absichtlich, yeah, was schon mal gut ist, in MP3 hoher Qualität. So viel keine Überraschungen. Mit seinem Podcatcher, was ihn schon zum Pro-Podcast-User macht. Am unnötigsten finde ich beim Bierdacher-Podcast das Essen im Podcast. Verkehrter Grinsemann. Was nennt man das? Schlechte Laune-Mann. Mir gefällt am Bierdacher-Podcast. Frage, was seid ihr für Nerds, dass ihr euren Hörer, Hörerin in ein Google-Formular anbietet für Hörerfeedback? Das geht nicht, Rufzeichen. Könnt ihr Podcast-Nerds mit über 280 Folgen nicht einen Blog aufsetzen mit einer Kommentarfunktion? Dann wird das sicher auch mit dem Hören und dem Hörerinnen-Feedback klappen. Lass einfach mal eine Sendung am Dienstag ausfallen und setz den Blog mit einer Kommentarfunktion auf. Das kann für euch Podcast-Nerds ja sicher kein Problem sein. Oder und, bitte, bitte, könnt ihr nicht euer Essen, Klammer Döner, 10 Minuten vor der Aufnahme verspeisen? Die Essensgeräusche sind für Hörer, Hörerin nicht schön. Ich freue mich jetzt schon auf den neuen Bierdacher Podcast-Blog mit Kommentarfunktion. Ja, wir treffen. Okay, ein gewaschenes Feedback. Ja. Also Kopf gewaschen. Schon zum zweiten Mal, dass wir auf das Google-Formular angesprochen werden. Ja. Und das mit dem Blog und den ganzen Situation. Okay, aber diesmal weiter, vielleicht kommt noch was. Ja, es kommt noch was. Ich benutze die Shownotes häufig zur Navigation. Ich höre den Podcast in folgendem Land, Deutschland. Ich bin ein Tech-Nerd, 42 Rufzeichen. Ich interessiere mich für folgende Randgruppen. Linux. Oh, arme Randgruppe. Was ich euch außerdem immer schon sagen wollte, das ist noch immer... Noch einmal das... Okay, das ja, da wiederholt er sich. Und er will, dass das Feedback im Podcast erwähnt wird. Mit Namen, oder? Ja, Markus. Ist schon passiert. Dann darf ich gleich antworten. Lieber Markus, seit dem Bierdacher Podcast 282 und seit jetzt, wo wir aufnehmen, genau seit einer halben Stunde, gibt es ein Discourse-Plugin. Das heißt, du kannst jetzt direkt in den Shownotes deinen Senf hinterlassen. Yes, ein Punkt schon abgehakt, sozusagen. Ja. Und zum Essen ist leider ein bisschen schwierig. Ab und zu schaffen wir es zu bestellen. Es kommt halt darauf an, wie früh wir schon da sind. Mhm. Aber organisationsmäßig und mit dem Garib seiner Kochgeschwindigkeit und weil die Leute oft nicht ganz pünktlich sind, überschneidet sich das leider manchmal, das Essen und Aufnehmen. Wir können aber schauen, dass die Essen einfach ins andere Zimmer gesetzt werden.
dass wir weniger Mampfgeräusche haben. Das sollte man organisatorisch hinkriegen. Jo. Ja, wobei, ja, Essen im Podcast kann schon sein. Ich stelle mir jetzt gerade jemanden vor, der das auf so einer super Anlage hört mit Kopfhörern und dann kriegt er so die Spuck- und Kaugeräusche. Ja, ich bin angezogen. Es ist ja so ein Thema. Also, wie ich angefangen habe, Podcast zu hören, das wird immer oft thematisiert und anscheinend bin ich magisch angezogen vom Podcast, wo immer absichtlich gegessen wird. Aber das für euch Hörer, drei Wohnungen oder so, die sind ja auch ganz groß im Essen im Podcast. Aber ja. Schauen wir mal, wie es sich ergibt. Gut, das war's mit Punkt 1 Podcast bearbeiten, würde ich mal sagen. Ja. Danke. Und ja, dann unsere Frage von Ich sag da nichts, der uns genau, hin und wieder aber doch was sagt. Auf Twitter. Und zwar, er wollte wissen, wie es mit dem Präsidentschaftswahlkampf in Österreich ausschaut. Und was man beachten muss, ja. Hat jemand von euch dazu was Sinnvolles zu sagen? Nein. Nicht allgemeines Kopfschütteln. Nein, ich versuche aktiv. Gregor spricht zur Lage der Nation. Ja, kann man erst, also dieses Wochenende wird gewählt, das ist glaube ich am Samstag, oder? Das heißt, wenn der Podcast draußen ist, ist wahrscheinlich schon vorbei. Genau. Und wir schlittern der nächsten Nachzählung und Wahlanfechtung abgehen. Bitte nicht, ja. Also schauen wir mal. Ich versuche aktiv aus dem Weg zu gehen der Berichterstattung, aber es fällt einem gar nicht so leicht, weil meine automatischen Newsreader hauen mir dann doch immer wieder so von der Bellen und Hofer und das, was man hört, ist das typische Wahlkampfgeplänkel, von dem ich schon genervt bin, wenn ich die ersten drei Zeilen lese. Für mich ist an und für sich eh kein Geheimnis und ich glaube, ich werde wählen gehen, werde von der Bellen wählen und dann ist das, dann muss man eh schauen, was rauskommt. Was jetzt als letztes, als große Story noch ein bisschen versucht wurde, hochzukochen, ist diese Massen-E-Mail, die rausgegangen ist vom Hofer an die Auslandsösterreicher. An die Auslandsösterreicher. Ja, das so eine ähnliche Geschichte ist ja den NEOS, der liberalen Partei in Österreich, auch passiert und da wird jetzt von den Gerichten, also nicht von den Gerichten. Also Hintergrund, es geht darum, dass Auslandsösterreicher mit per E-Mail über den Wahlkampf informiert wurden von einer Partei und das nicht klar ist, ganz klar ist, ob das rechtmäßig war, da auf die Adressen zuzugreifen. Richtig, genau, das ist der Knackpunkt. Genau. Das ist so das Einzige, was... Ja, was anderes, was noch war in der letzten Woche, war das Gertrude-Video, das er bis in die Süddeutsche Zeitung geschafft hat. Okay. Das ist vom Wanderbellen-Wahlkampf-Team, das wird jetzt festgeteilt auf Facebook, eine KZ-Überlebende und die ruft dazu auf, Wanderbellen zu wählen und ärgert sich, dass der Strache, also der Parteifreund vom Hofer, schon vom Bürgerkrieg redet und sie ist halt sehr den Bürgerkrieg erlebt. Mhm. So was darf man halt nicht sagen. Unser berühmtester Satz ist auch, dass sie sagt, also diese Rhetorik, die FPÖ an den Tag legt, das bringt das Schlechteste vom Menschen heraus und sie hat halt Zeiten erlebt, wo das so Rhetorik wurde und wo das dann auch hinführt. Ne? Mhm. Und dieses Video ist dann natürlich prompt von diversen FPÖ-Gruppen als Hetze diffamiert worden. Da kann man Facebook alles nachlesen, einfach nachschauen nach Gertrude. Ja. Also einmal bin ich nochmal drüber gestolpert über den ganz anderen Kontext. Ich beschäftige mich ja immer noch intensiv mit dem Brexit und muss eigentlich es gibt schon eigentlich. Kränkt dich immer noch. Ja, und es tut sich jetzt mittlerweile tut sich ja was, wenn jetzt auch nicht so Richtungsentscheidungen, aber da gibt es durchaus jetzt Entwicklungen. Und da habe ich ein Video gesehen vom Nigel Farage, dem jetzt nicht mehr Chef der UKIP-Partei, also diese Partei, die sich für den Brexit sehr eingesetzt hat. Und da habe ich einfach so ein Fernsehinterview mit ihm gesehen. Und da hat er irgendwie auch halt gemeint, so, er möchte den Spin aufnehmen und es ist jetzt halt Trump und man muss sich jetzt nur im Osten von Europa umschauen, was für ein Rechtsruck stattfindet und auch, und da hat er auch den Hofer erwähnt, dass da vielleicht auch Hoffnung besteht, dass ein rechter Hoffnung Politiker, für Nigel Farage. Ja, gut. Ja, also. Es wird aber auf jeden Fall zeigt, dass es wird schon darauf geschaut. Also ich hoffe das Beste, ich gehe wählen, mehr kann ich nicht machen. Also etwas kann man machen, ich mache das zwar sehr ungern, aber ich habe mich jetzt hinreißen lassen auf Facebook. Es gibt so eine Firma, eine Webseite und dort kannst du dann für diverse politischen oder sonstigen Kampagnen dein Twitter und dein Facebook-Profilfoto mit einem Sticker. Und da ich natürlich zu faul bin, das selber mit GIMP zu machen, habe ich mich da auch auf diese Seite angeklickt. Und ich habe es dann gemacht, also ich habe jetzt eine Van der Bellen-Blase auf meinem Facebook-Profilfoto.
Und was mich ein bisschen nervt daran ist, dass diese App dann die Berechtigung hat, nicht nur auf deine Fotos zuzugreifen, sondern auch in deinem Namen zu posten. Der Sinn ist natürlich nur, dass sie das einmal macht, damit sie eben das Bild hochladen kann und noch ein Posting dazu zu tun, aber für mich war das halt irgendwie unschön, weil jetzt darf da irgendeine Politfirma dann in meinem Namen posten. Und man, auch derjenige, der diese Firma dann kauft, kann in deinem Namen posten. Genau, ja. Aber andererseits. Ja, also ich könnte ja theoretisch wieder das wieder... Kannst du ja dann nach der Wahl machen. Jo. Jo. Das war's. Ich habe mir angeschaut, auch noch in Bezug zu der Wahl, ein Interview als vom Fernsehsender Puls TV. Mhm. Die Chefredakteurin dort, die Corinna Milborn, hat den zuerst beide gemeinsam interviewt, dann den Hof alleine, das habe ich mir angeschaut, und dann den Van der Bellen alleine, den habe ich mir noch nicht angeschaut, weil das ist erst heute publiziert worden. Aber das Hofer-Interview war recht interessant, gar nicht so sehr von den Inhalten her, da tut sich nicht mehr allzu viel Neues, aber von der Gesprächsführung und von der Interviewführung, weil da war es eigentlich im Großen und Ganzen bisher immer so, dass bei jedem Interview der Hofer gegenüber dem Interviewer weit die Überhand behalten hat, was sich oft so geäußert hat, dass er Aussagen dann instantan aufgegriffen hat, gar nicht wirklich darauf geantwortet, dagegen scharf argumentiert hat, das NLP-Training, und dann eben einen Angriff sofort in die Gegenrichtung. Auch das hat er versucht bei der Corinna Milborn, nur war sie entsprechend vorbereitet und hat das in einer sehr interessanten Art und Weise dann wieder zurückgeworfen. Das war das erste Mal, dass ich ein Interview mit dem Hofer gesehen habe, wo er am Schluss des Interviews wirklich erschöpft gewirkt hat, weil ich habe den Eindruck, er hat auch das Gefühl gehabt, dass das Interview für ihn nicht mehr funktioniert hat oder der Interview nicht, durchgekommen. Nicht mehr funktioniert hat. Ja. Also wirklich von der Interviewtechnik war für mich das bisher das sehenswerteste Interview. Ja, gut. Vielleicht schaue ich mir das dann doch nochmal an. Ja. Es war auch ganz interessant zu sehen, dass er eigentlich immer das gleiche Pattern wieder versucht hat. Ja, sicher. Ja, das da wurde ja sehr aufgearbeitet. Auf dem Falter hat es eine Videoreihe gegeben, fünf Videos, wo er die Techniken, wo man zum Beispiel auch sieht, wo er halt immer wieder diese Vergesslichkeit von Van der Bellen bringt als Schlagwort. Und das ist ja, also ich habe mir eigentlich nichts, aber ich habe mir das angeschaut und ja, okay, NLP-Technik oder so. Und dann war ein paar Tage nachher auch die Story, dass der Strache auch auf Facebook gepostet hat, ist das jetzt mittlerweile so vergesslich, dass er sich den halben Oberlippenpart nicht rasiert. Also irgendwie so eine absurde Sache, die flapsig locker irgendwie soll. Was soll man sagen? Schließen wir das Thema ab. Ja, schließen wir das Thema ab, will ich auch sagen. Wenn Sie diesen Podcast hören, einfach Zeitung lesen. Fürchte, wir werden dieses Thema nicht abschließen, weil, nach der Wahl. Nicht. Ja, das kann man sagen. Ja, mein. Soll ich euch auch was noch viel Unbedeutenderes, aber was mich die letzte Woche kurzzeitig sehr traurig gemacht hat. Aus Gregors Seelenleben, bitte. Aus Gregors, Technik Marvin irgendwie so. Na, ich bin mit der U-Bahn nach Hause gefahren, denkt man nichts dabei, aber mein Smartphone in der Tasche und so neben mir, nicht neben mir liegen, aber so in der Tasche, und eben setze ich zu mir und ich denke mir nichts und steige aus. Und dann will ich Podcast hören und komme drauf, dass der Klinkenstecker abgebrochen ist. Anscheinend war mein Kopfhörer eingesteckt und er hat sich so ungünstig draufgesetzt daher, dass dann mein Klinkenstecker verstopft war durch den abgebrochenen Ding. Und es ist auch nicht weit rausgestanden. Mhm. Also es war jetzt mal unentfernbar. Man kann sich natürlich einreden, ja, damit habe ich schon ein Apple-Feature eingebaut. Kein Klinkenanschluss mehr, super, klasse, ich habe es abgegradet. Aber für mich ist es halt insofern halt die Hölle, weil ich halt laufend Podcasts höre und es gibt genug Wege und so. Und dann war ich heute schon so verzweifelt genug. Irgendwie zuerst habe ich mir mal Foren durchgelesen, was die Leute vorschlagen. Ja, also was es für Lösungsvorschläge gibt. Gab es Lösungsvorschläge wie aufbohren. Superkleber auf einem Zahnstocher und dann applizieren und dann rausziehen oder so.
Sehr gut. Aber ich versuche allerdings mit jetzt weniger ist der Zahnstocher auch noch drin. Naja, genau. Und mit dem Gefühl, ich habe jetzt genug Superkleber in der Buchse verteilt, dass ich das vergessen kann. Ja. Das war heute schon in der Arbeit, also und habe irgendwie schon auf Amazon verzweifelt so Bluetooth-Hörer durchgekriegt. Oh je. Noch ein Teil zum Aufladen. Ja. Und einer hat auch vorgeschlagen, in diesem Forum einen ganz starken Magneten zu geben. Und den haben sie Gott sei Dank ein bisschen die Selbstheilung des Internets zugeschlagen, hat jemand gesagt, das ist ein Trollbeitrag, bitte jetzt nicht solche Ratschläge geben, und es ist ja auch nicht sicher, ob das magnetisch ist, dieser Klinkenstecker. Und ja, also es ist ganz dann unspektakulär, das Finale kann ich nicht viel bieten, ich habe einfach die Hülle abgenommen, dann wird ein bisschen von diesem Klinkenbuchse weiter freigelegt Hülle, und dann habe ich es geschafft, zuerst mit zwei verschiedenen Pinzetten und dann einer Metallzange das Wasser. Dann hat es blub gemacht. Es war schon ein bisschen, ich kann sich das vorstellen wie bei, weiß ich nicht, Mission Impossible. So ich Schweiß. Im Bad bei der hellsten Lampe drunter mit Schweißperlen und mache ich es jetzt kaputt, aber das muss doch rausgehen. Aber mit der Metallzange ist es halt in mehreren Schüben, weil da haben sich die einzelnen Ringe gelöst. Aber jetzt ist alles wieder gut. Wieder benutzt, trotz Superkleberbeschichtung. Jetzt brauche ich nur noch neue Kopfhörer. Aber so viel dazu. Kleines Missgeschick. Ja. Technikmeldungen? Technikmeldungen. Ich habe mir ein Spielzeug zulegen lassen, durchschenken lassen. Nicht schlecht. Ein, da gibt es auch ein Tablet, ein Samsung Galaxy Tab A10. Okay. Ganz hübsches Gerät. Gibt es auch passende Hülle plus Bluetooth-Tastatur dazu. Also ein Tablet ohne Handy, also nur ein WLAN-Tablet. Oder? Nur ein WLAN-Tablet. Mhm. Es gibt es auch mit GSM-Modul, beziehungsweise halt, ja, GSM-Modul sagt man schon so, passt schon, UMTS halt. Das habe ich mir aber nicht genommen, weil da habe ich nicht wirklich den Bedarf dafür. Mhm. Wenn, dann würde ich teilen übers Handy. Aber das, ich habe es eh nicht unterwegs, sondern es ist eher zu Hause, hauptsächlich zum Spielen, wenn ich ehrlich bin. Da spielst du Wische-Spiele, so Tetris-Spiele, meine alten Klassiker, Auralax und Hill Climb Racing, die bin ich wieder voll weggekippt. Immer so mit zwei gleichen, damit habe ich die wieder genannt. Sie sind, mittlerweile gibt es vom Auralax ja die Variante 2, die habe ich jetzt auch schon fast durchgespielt auf dem Tablet. Also dafür ist es echt super geeignet. Um ein bisschen was Technischeres anzubringen. Wie gesagt, Bluetooth-Tastatur, da super, sich sofort damit verbunden. Und als ich sie verbunden hatte, habe ich mich daran erinnert, dass ich ja alle meine Tastatur-Layouts umgestellt habe auf allen Tastaturen auf Neo 2. Das heißt, ach, ich kann eigentlich Querz nicht mehr schreiben. Dann saß ich also vor meinem Querz, vor meiner Querz-Bluetooth-Tastatur und habe mir gedacht, was nun? Weil Android kennt Neo 2 eigentlich nicht als Tastaturbelegung. Also man kann zwar die Sprache problemlos wechseln auf eine andere Sprache, aber Neo 2 Layout gibt es nicht. Aber es gibt eine Android-App, die heißt, jetzt wird es etwas dünneres Eis, sowas wie Keyboard Helper. Ich werde das wieder in die Shownotes dann reingeben, denn die exakte Bezeichnung von der App, die man dazu installiert, das hängt sich dann sozusagen quasi zwischen dem Tastaturtreiber und dem Keyboard rein, und da kann man im Prinzip jede beliebige Tastatur Belegung frei konfigurieren, tastenweise. Das wäre super mühsam, aber es gibt eben auch die wichtigen Sachen alle vorkonfiguriert, sprich mein Neo 2 auch vorkonfiguriert. Super. Das heißt, mit der App installiert ist das Handy, also ist das Tablet dann, also die Tastatur auch wieder so in der Belegung, wie ich sonst überall habe. Also das funktioniert auch auf Android ohne Probleme, das Neo 2 Layout. Praktisch. Jetzt kann ich blind schreiben, auch wieder mit dem Tablet. Sonst von der Hardware her ist das Ding fein, also Kamera wird nicht verwendet, aber eben so die Responsiveness und Speicher und so weiter, das passt alles. Ist schön flott, es ist viel Kram vorinstalliert, den muss man halt deaktivieren, weil wirklich deinstallieren kann man es ja nicht. Das Problem. Ja. Also alle vorinstallierten konnte man nicht deinstallieren, man konnte es nur deaktivieren, ja, sofern das überhaupt gegangen ist. Das kommt dann immer in so mehreren Phasen, das ist bei jedem Tablet ja unterschiedlich, aber das stimmt. Also bei Lenovo ist es auch so, ein paar Apps kannst du halt, die so DrittanbieterInnen auch nicht wichtig, aber so die Lenovo Core-Apps, da keine Chance. Und es zahlt sich durchaus aus, das Zeug zu deinstallieren, also es ist so die ganze Office-Suite, also die Microsoft Office-Suite für Android drauf installiert, das sind glaube ich doch 700-800 MB mit Updates, die da man gar nicht spielt. Da geht es dann um den Platz auch schon.
weil es ist doch dann, also das Ding hat offiziell 16 GB und nachdem ich dann alles fertig aktualisiert hatte, so meine Standardanwendungen drauf und so weiter, waren plötzlich nur 5 frei und das geht aber schnell dahin. Also ungefähr die Hälfte braucht das Ding sozusagen selber, bleiben etwa 8 über und von den 8 war über Gigabyte so mit diesem diversen Kram, der davor installiert war. Das habe ich jetzt alles wieder runtergeschmissen, weil es eh nicht verwendet und damit ist die Sache okay. Akkulaufzeit passt, Display passt, keine Probleme. Das Übliche wieder, es ist halt wieder ein glänzendes Display, das heißt tendenziell sieht man die Fingerabdrücke relativ stark da drauf, das ist aber eben bei Tablets bekannt. Ja. Gibt es matte Tablets, müssen wir mal schauen. Also ich finde, es ist schlimmer als auf ein Handy, was draufkleben bleibt. Also ich habe es eher als ein Samsung Galaxy S4 Handy und da habe ich das Gefühl, dass das Problem mit den Tapsern nicht so stark ist. Also das ist, glaube ich, nicht so stark glänzend. Und außer Spielen, was machst du drauf? Also kannst du das zum Surfen verwenden? Oder? Ja. Also die normalen Sachen funktionieren alle ohne Probleme. SSH funktioniert sehr hübsch. Also der Juice SSH, der hat sich auch schön weiterentwickelt. Klassiker. Kann man sich Sessions ablegen, man kann auch seine Schlüssel drauf ablegen und dann wirklich ordentlich mit SSH arbeiten. Also ich habe ein bisschen am Server drauf gearbeitet, geschaut, ob das mit der Tastatur hinhaut. Also im Prinzip war die Frage für mich, kann ich es zum Beispiel beim Kurzurlaub mitnehmen und habe dann ausreichende Möglichkeit, mich auf meine Server zu verbinden und dort was zu fixen, wenn was ist. Mhm. Und das geht absolut. Also das ist okay, da braucht man kein extra Notebook. Das geht mit sowas auch. Wobei, was mich eigentlich dann überrascht hat, also das ist ein 10 Zoll Also größer Tablet? Als das, was ich habe, Ich glaube eigentlich nicht. Also mir kommt vor, es ist ziemlich so, wie das ist. So fühlt es sich an. Mhm. Es ist vielleicht eine Spur dicker. Es ist nicht so dick wie bei dir beim oberen Ende. Ich weiß nicht, was das für eins ist. Das ist ja für das Yoga. Das ist eine Rolle, ja. Das eine ist Rolle. Einer illustrierten Nachempfindung. Und du hast auch einen Aufklappständer, das hat das auch nicht. Das ist einfach ein flaches Tablet, das man sozusagen auf den Tisch legen kann. Und ich habe mir eben eine Hülle dazu gewünscht und diese Tastatur und diese drei Sachen gehen dann schön eben in dieser Hülle zusammen und das ist auch wirklich ein schönes geschlossenes Paket. Es ist aber deutlich schwerer als das Netbook, das ich habe. Das 13 Zoll Chromebook ist tatsächlich mit, leichter. Mit Strom und allem? Nein, weil das nehme ich dort auch nicht mit. Also hat auch 9 Stunden Akkulaufzeit. So gesehen ist das wieder vergleichbar. Netzteil wäre eine Spur leichter, weil es ein normales Handy-Netzteil sozusagen ist. Daher wäre es leichter als ein Netzteil für einen Laptop. Aber an und für sich ist das Ding einfach doch relativ schwer, weil es halt den Touchscreen auch drinnen hat. Obwohl die Tastatur sich ganz leicht anfühlt und die Hülle ganz leicht, ist das Paket insgesamt schwerer als das Chromebook. Das hat mich dann eigentlich überrascht. 10 Zoll ist schwerer als 13 Zoll. Das ist rein so von der Idee her, ja. Ja. Aber sonst ist das Ding okay. Ja, sehr gut, wenn du wieder mehr spielst am Tablet, da kann ich dir Empfehlungen geben. Ich habe in letzter Zeit auch wieder mehr gewischt. Spiele kann ich einwerfen. Ich habe Spring RTS also von Source installiert. Spring RTS ist eins von den circa 3 Spielen, die ich seit 10 Jahren immer spiele. Das ist ein Echtzeitstrategiespiel und zwar ist es ein Open Source Nachbau. Das zugrunde liegende Spiel heißt Total Annihilation von Cave Dog, 1998, glaube ich, herausgekommen. Okay. Und also mal klassisches Realtime-Strategiespiel, man sieht von oben eine 3D-Landschaft und baut dort eine Basis auf und dann Fabriken und schießt dann so Flugzeuge oder Panzer herum, die man dann durch Klickbefehle zum Feind steuert. Also Fabriken, ganz will ich sagen, jetzt Zeit oder Zukunft? Was ist das? Ja, das Ganze ist eher futuristisch. Also es gibt zwei Parteien und zwei Rohstoffe. Also und man kann halt sehr epische Schlachten tun. Es gibt echtes 3D drinnen mit Schatten und so. Also wenn ein Flugzeug, man kann die Kamera dann fixieren auf ein Flugzeug und dann unter Schatten, wenn es über einen Berg fliegt, auch wirklich so wackeln. Ja, genau. Also es ist echtes 3D drin und Wasser und man kann halt vom U-Boot bis zum Luftkissenfahrzeug, bis zum Schlachtschiff, bis zur fliegenden Festung halt alles bauen. Und da gibt es diverse Strategien. Und, war schwer, das von zu kompilieren? Also nein, war nicht schwer. Das Problem ist, das Ganze gibt es eh in Ubuntu als fix und fertiges Paket. Das heißt, dort Spring Lobby und dann gibt es 2 Spiele bei den... also mit der Engine kann man mehrere verschiedenartige Spiele machen. Eins, was so mehr Weltkrieg basiert ist und die meisten anderen sind eher Science-Fiction basiert. Und diese Spiele sind nicht in den Ubuntu-Quellen drinnen, die muss man sich extra holen von einer Website, weil größtenteils die 3D-Models halt geflattert sind von ehemals kommerziellen Spielen. Also das ist
hat, glaube ich, rechtliche Geschichten. Ja. Und es gibt zwar ein Spiel, was dabei ist in den Ubuntu-Quellen, aber das schaut relativ abstrakt aus. Das hat so eine Tron-mäßige Grafik. Also ist ganz reduziert. Ja, macht nicht so viel Spaß. Ja. Und ja, und da gibt es eine sehr schöne Website, die heißt Spring Files und die listet halt die derzeit populärsten Maps und Mods auf und so. Und ich bin jetzt drauf gekommen, dass ich eben mit diesem Ubuntu vorinstallierten Game nicht mehr glücklich war, weil das die Ubuntu-Quellen so sehr hinten nachhinken, dass sie die neuesten Spiele von der Website gar nicht mehr spielen können, also, weil sie inkompatibel sind. Und dann habe ich halt auf der offiziellen Homepage von Spring RTS geklickt, unter Ubuntu installieren. Da wird man dann auf ein Play-Depp verwiesen, was auch nicht funktioniert, und man wird halt so im Kreis geschickt. Und am Schluss habe ich dann gedacht, gut, kompiliere ich es von Source. Und das war sogar genau beschrieben, was man tun muss, aber der Teil, die Voraussetzungen waren sehr weit unten. Also da stand, installiere es, und dann erst sehr viel weiter unten auf der Webseite, was ich vorher hätte machen müssen. Also es war nicht in der optimalsten Weise beschrieben, aber ich habe es zusammengebracht, und zur Belohnung kann ich jetzt die allerneuesten Games spielen, und das flutscht richtig. Und das Ding ist, das Spring wird auch sicher schon wieder seit 5-6 Jahren kontinuierlich entwickelt. Mhm. Die Engine hat die eine Besonderheit, man kann sich auch, also dann, es gibt so eine Taste, da kannst du dich dann reinzoomen, die Kamera, und ein Fahrzeug am Panzer zum Beispiel direkt übernehmen. Das bringt schön. Zwar spielerisch nicht sehr viel, aber so ein netter Gag. Steuern und so. Ja, kannst du auch so schießen, siehst dann so eine riesige Kugel fliegen und so. Das ist halt, oder mit einem Flugzeug. Schön, ja. Aber es ist kein Action-Spiel in dem Sinn. Also aber die Engine bringt es halt zusammen. Das ist ein netter Gag. Aber üblicherweise zoomst du halt so stufenlos raus, und die Kamera ist frei bewegbar. Zoomst halt in eine Perspektive, die für dich angenehm ist zum Spielen. Ja. Und du spielst das gegen einen Computer? Ich spiele das gegen Computer. Es gibt zwar eine sehr gute Lobby, die sofort matcht und mir weltweit alle Spiele anzeigt. Und das ist auch sehr nett, wenn man auf der Lobby dann auf ein Spiel klickt, dann holt er sich sofort die passende Engine, Map und Game. Also alles, was er braucht, ladet er dann dynamisch herunter, damit man diesem Spiel beitreten kann. Mhm. Aber ich habe irgendwie viel mehr Spaß, gegen die AI zu spielen, weil da kann ich auf die Pause drücken, wenn ich nachdenken will, und dann in Pause-Modus meine Befehlsketten eingeben und dann die Pause wieder lösen. Und das geht natürlich beim Spiel gegen Menschen nicht so gut. Das stimmt allerdings, ja. Und ja, ich spiele auch gern eher so schnellere Fehler. Ja. Und natürlich, wenn du gegen Menschen spielst, spielst du das Spiel so, dass du schnell gewinnst. Ja. Und da kannst du nicht als eine super schöne Basis bauen. Du bist ein bisschen der Aufbauer. Ja, ich tue da gerne so perfekte, sich überlappende Schussfelder bauen. Und das ist halt so ein bisschen eine Mischung aus SimCity, wo du dann Freude hast, da wirklich etwas schön zu machen oder einen richtig Angriff zu koordinieren von zwei Seiten. Kannst du dann mit diesem Fahrzeug theoretischerweise dann auch so an deinen Basen vorbeifahren oder so? Würde das gehen? Cool. Ja, du kannst mir eine Art... Das ist ja auch wieder so eine Parallele zu einem, ich weiß nicht welchen Sims-Level oder so, wo man dann die Städte dann auch mit Helikopter zum Beispiel bereisen kann. Also es gibt so diverse Fluggeräte auch, und die kannst natürlich, wenn du das zusammenbringst, auch in die Ego-Steuerung übernehmen, und dann kannst du über deine eigene Basis fliegen und die anschauen. Aber Ja, ist halt nicht der spielerische. Ja, oder du kannst so Schutztürme, also so Lasertürme oder Kanonentürme bauen, und du kannst dich dann an das Steuer von seinem Kanonenturm setzen und dann halt so herumballern. Aber dazu ist das, also das Spiel ist eher gedacht, dass du es in der Zentralvogelperspektive spielst. Ja, ich kann nur sagen, ich bin sogar versucht, dass ich jetzt eine deppensichere Kompilieranleitung schreibe für Ubuntu, nachdem ich es jetzt selber zusammengebracht habe, einfach als Service. Für andere Spieler, weil das Spiel halt sehr viel mehr hergibt, wenn man es selber kompiliert. Ja, sehr gut. Also ein Hauptbuch für, genau. Ja, also keine versprochen. Nicht versprochen, aber so angedacht. Ja, auf Ubuntu-Users zum Beispiel gibt es ein kleines Wiki, und die sind auch meistens hoffnungslos hinten nach. Mhm. Und da wäre es zum Beispiel die richtige Stelle, ja. Schön. Nachtrag zur Erzählung vom letzten Mal, wie dieses Spiel heißt, in dem Wien die Hauptrolle spielt, bei diesem Verkehrssimulator. Ja. Das Spiel heißt Cities in Motion. Cities in Motion. Wird korrigiert in den 282er Shownotes. Genau. Ich bin fremdgegangen. Ich war im IT-Keller. Boah, du warst bei dem anderen Podcast. Und habe den quasi gehijackt, dass ich glaube, ich habe
gute halbe Stunde geredet über das, was mich zu dem Zeitpunkt gerade geflasht hat. Ich erzähle ja hier auch so gern über Elixir. Ja. Das ist die funktionale Programmiersprache, der du gerade huldigst. Der ich huldige und wo ich in das Messaging hineingekippt bin. Also, das Messaging. Wenn man lernen will, wie man hübsch einen Chat-Server programmiert, der dann urschnell ist, IT-Keller, letzte Episode anhören, da breite ich mich diesbezüglich aus. Ah, schön. Das ist eine sehr nette Geschichte. Also der Hintergrund ist WebSockets und Channeling heißt diese Technologie da dahinter. Und das macht viel Spaß, das zu programmieren. Das habe ich vorletzte Woche gemacht und dann erzählt im IT-Keller. Somit ist der auch wieder beworben und umgekehrt. Dass wir da fröhlich unsere Hörer austauschen. Ja, ich muss auch mal abonnieren. Ich muss mal dran denken. Und haben die IT-Kellerer dann gewusst, dass du eigentlich ein Bierdacher Podcastler bist? Das ist es ja schon. Durch eine Gegenrichtung Werbung machen. Ah, okay. Ist ja klar. Sehr nettes Podcasting-Meetup hatten wir auch letzte Woche. Ja, erzähl. Das, ja, die Jana, die wir ja auch hier kennen von Zuckerbäckerin, hat einen Vortrag gehalten über ihren Lieblingsplätzchen-Podcast. Zudem gibt es mittlerweile die dritte volle Episode heraus, über das Kunsthistorische Museum mit der Ines Häufler, genau. Ines, ja. Und über 2 Stunden ziehen sie durchs Kunsthistorische Museum und sprechen über Künstler, über Kunstwerke, über Fälscher, also da werden gerade so Kunstwerke nachgemalt in Live und in 3D. Eigentlich sind sie nicht Fälscher, sondern Kopisten heißen die dann. Und über ihre Studien und so weiter, recht unterhaltsames Programm. Also Lieblingsplätzchen anhören. Und dann haben wir auch die Webseite besprochen, da geht es jetzt weiter. Wir machen ein Podcaster- und Podcasterinnen-Verzeichnis, da haben wir jetzt angefangen damit. Und eine sehr nette Vorstellungsrunde. Wir haben wieder neue österreichische Filmpodcasts kennengelernt. Ich glaube, es gibt mindestens schon eine Handvoll. Wahnsinn, ja. Es ist in Deutschland ganz groß das Thema. Das ist ja schon eine Handvoll. Also wir haben auch protokolliert, aber das ist noch nicht veröffentlicht. Das müssen wir erst in Form bringen, wenn das dann veröffentlicht ist. Dann werden wir es auch von hier verlinken, weil es eben wieder schöne Links auf weiter österreichische Podcasts sind. Weil wir waren doch über 20 Leute mit ebenso vielen Podcasts oder zumindest Projekten, die gerade zu starten. Ein paar ganz nette Geschichten, wie ein offenes Podcast-Format, wo man hinkommen kann und einfach quasseln. Sein Thema vorbringen kann und das geht dann so ein bisschen in Richtung Radioprogramm, Online-Radio, da gibt es eine Sache, die im Busch ist und ein paar andere interessante Projekte auch. Auch das erste Mal einer, der Videocasts machen will, im Bereich Programmierung, also werden wir sehen, wie sich das alles weiterentwickelt. Auf jeden Fall schaut das ganz hübsch aus und wir werden im Blog auf der Webseite, das ist podcasterei.at, weiter berichten. Hat es wieder ein Werkzeug nachher? Nein, wir waren diesmal, nachdem das Werkzeug Heavy Metal Nacht hatte, überfüllt war und extrem laut war, schlussendlich dann vis-à-vis im Lokal Schwarzer Adler. Ah, weiß schon, ja. Da war ich vorher noch nie drinnen, das ist salopp gesagt ein Bierlokal, aber man kann auch gut essen. Freundlicher Kellner, also ein sehr untypisches Wiener Lokal, gut gegessen. Die haben so, sie nennen es nicht Fladen, mir fällt der Ausdruck nicht mehr ein, aber es ist in anderen Lokalen heißt das dann so. Reduzierte Pizza? Ja, im Prinzip nur ein anderer Teig und so ein Bieraufstrich drauf, das war auch recht eine gute Geschichte. Da haben wir uns die Bäuche vollgeschlagen und Bier dazu gezwitschert und noch nachbesprochen und so weiter bis in die Nacht. Das war ein sehr nettes Meetup. Heuer wird es keines mehr geben. Ein paar von uns werden sich noch am Kongress treffen und dort ein bisschen was auch aufnehmen und so. Aber es wird kein Podcast in Meetup heuer mehr geben in Wien, aber nächstes Jahr geht es wieder weiter. Also wir werden schauen, so in etwa im 2-Monats-Rhythmus, das vielleicht ein bisschen nächstes Jahr konstanter zu machen, als wir es heuer hatten. Okay. Das heißt dann konsequenterweise Mitte Jänner wäre dann das nächste Meetup. Sehr gut. Das ist so der Plan. Das war nett. Es war definitiv nett. Wir haben sehr schönes Feedback gekriegt. Das hat alles sehr schön funktioniert. Es ist eine richtig nette, gemütliche Runde, wo sich jetzt immer eigentlich neue Leute dazu finden. Ein paar haben gerade einmal immer keine Zeit, tingeln durch die Weltgeschichten, halten irgendwo anders Vorträge. Also ein paar haben uns abgesagt. Aber es sind wieder neue dazugekommen und so wird der Kreis langsam aber sicher größer. Und das macht sich ganz gut. Ja, freut mich schon.
Termin gibt es jetzt schon fürs Jänner? Nein, gibt es noch keinen Termin. Wir haben auch den Raum vorher organisieren müssen. Das ist noch nicht erledigt alles. Sind wir schon bei Kultur, oder? Ich hätte noch zwei Kurzmeldungen. Naja, nicht wirklich. Ist mir nur aufgefallen, Microsoft der Linux Foundation beigetreten ist. Euch auch? Ja, das war... Ich habe das irgendwie so als Non-Issue. Ja, ich habe es auch als Non-Issue. Ich habe es jetzt im Pocket gerade gesehen und gedacht, soll ich es jetzt... Ich habe sogar einen langen Blog-Posting drüber gelesen, wo einer geschrieben hat, dass da ganz viele Linux-Nerds geschimpft haben, dass das war zu Microsoft erwarten, oder? Böse ist und so, und dass Microsoft nur versuchen wird, von innen kaputt zu machen. Und der Blogpost hat dann gesagt, nein, das war das Old Microsoft und das New Nadella Microsoft ist jetzt das wirklich ist zur Zeit Linux so eine Geschichte, so, die durchs Netz geistert. Das ja, bin ich, ja. Genau. Jahren, dass Steve Ballmer noch mit seinem Open Source ist Krebs-Saga und jetzt der Nadella, der eben versucht, auf jeder Plattform aufzutreten. Ja. In irgendeinem meiner Linux-Podcasts, die ich so höre, kam dann als etwas snarky Comment dazu, ja, 0,5% der Lizenzgebühren, die Microsoft verdient, durch Lizenzen im Endeffekt, die wegen Linux an sie gezahlt werden, fließen auf die Art und Weise wieder zurück. Ja, an Linux. Das ist ein snarky Comment. Ja, das ist ein bisschen snarky, aber also die verdienen schon genug Geld mit Linux auch. So ist es nicht. Also das ist schon. Ich sehe das auch nicht so abwegig und so besonders, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Ich habe diese Dämonisierung von Microsoft. Das bringt es ja auch nicht. Und in letzter Zeit, sollen sie sich einbringen, bei so einer Linux Foundation sich konstruktiv einbringen, und wenn es nicht konstruktiv ist, habe ich genug Vertrauen in die Linux Foundation, dass sie damit umgehen können. Und sie machen ja, also sie bemühen sich ja prinzipiell jetzt auch mehr auf Linux-Technologien zu setzen, teilweise, beispielsweise. Haben sie ja auch die Bash reingeschraubt. Und umgekehrt MS SQL Server für Linux. Genau. Ist gerade wieder eine neue Version. C-Sharp haben es freigegeben. Also muss schon auch zur Kenntnis nehmen, dass sie ein paar Sachen mehr Engagement zeigen und dann keine Ausschlusspolitik mehr so betreiben, wie es vielleicht eine Zeit lang der Fall war. Ich sehe das insgesamt eigentlich auch recht entspannt, weil man denkt, wer es nicht verwenden will, muss nicht verwenden. Wer es verwenden will, kann es verwenden, soll sein. Genau. Was mit Ich hake da ein bisschen rein, weil ich finde, das passt dazu, was mir ein bisschen mehr wehtut die Woche ist, gelesen zu haben, dass CyanogenMod de facto tot ist. Ja, also, das habe ich gerade auch gelesen. Ja. Die werden weiter Stellen abbauen und weiter das Ganze reduzieren, weggehen vom Modus ein Betriebssystem zu bauen, hin zu Services anzubieten. Also auf kurz oder lang ist CyanogenMod, glaube ich, tot. Noch einmal, CyanogenMod war für Android ein Mod? Mhm. Ja, also damit du Android jailbreaken kannst. Unter Linux die Distribution war das einfach so eine alternative Firmware und die war ja auch nicht unpraktisch insofern, weil sie halt länger als die von der Industrie propagierten zwei Jahre irgendwie Unterstützung liefern, sondern länger. Ja, wenn du ein populäres Phone hast, konntest du es draufspielen und hattest eigentlich ein relativ unverseuchtes Ding. Obwohl, sie sind da schon eigene Wege gegangen, aber viel vorsichtiger als jetzt aus meinem Erfahrungsschatzniveau Lenovo oder LG vorgegangen ist. Ja, schade, wobei man dafür muss jetzt auch trennen. Also was jetzt zugesperrt hat, ist, glaube ich, dieses oder am Zusperren ist, das ist das Hauptquartier des Firmenteils. Aber eigentlich ist es ja, kommt ja ursprünglich aus irgendwie der Community, also viele freiwillige Entwickler und die gibt es ja auch noch. Jetzt muss man halt. Ja, also das ist ein gutes Fragezeichen, was da sitzt. Jetzt kommt halt die Bewährungsprobe für diese Community. Mhm. Also wird sie durch diesen Zusperren der Firma demoralisiert oder kriegt das wieder einen Aufwind? Das muss man abwarten. Da kann man gar nichts sagen. Ich meine, das war ein bisschen unglücklich mit dieser Firma. Ich kann mich erinnern, den ersten großen Deal, den sie hatten, war mit diesem auch eine Zeit lang unter Hipstern sehr modernen Form, das OnePlus One. Also ich erinnere, das war so ein sehr modernes Phone, was du nur über Invitation bekommen hast und was damit geprahlt hat, besonders günstige Hardware zu bieten für den günstigen Preis aber besonders starke Hardware und eben als Zusatzzuckerl ein Cyanogen-Mod-Handy, was du einfach so, also einfach so eben nicht, aber im Netz beziehen konntest. Und das wäre natürlich eigentlich schon ein großer Vorteil, aber leider ist diese Kooperation schon während dem ersten Phone, glaube ich, auseinandergegangen und die haben sich zerstritten und
irgendwie haben sie es dann nicht mehr auf der Reihe gebracht. Die haben noch zeitweise, glaube ich, haben sie eine Microsoft-Kooperation, sind sie eingegangen, das Oxygen oder so. Ich weiß nicht, das hatte, glaube ich, auch einen eigenen Namen. Aber irgendwie, ja, wie man jetzt auch sieht an diesen Nachrichten, scheinen sie da kein Konzept jetzt irgendwie oder konnten nicht Fuß fassen in der Welt des Eigenes. Also muss man sich wieder, also ich würde mir ja ein Debian des Androids wünschen. Aber jetzt, da habe ich zurzeit nichts im Blick. Aber wenn die Hörer vielleicht irgendwas im Ohr haben, was eine praktikable und gute Community-Lösung wäre für so ein Phone oder für eben so einen Betriebs-Firmware-Anbieter, dann bitte sagen. Ja. Kultur? Kultur. Du hast nur was Zweites gehabt. Ach ja, aber beim Zweiten, da kenne ich mich noch, das habe ich halt auch nur überflogen und fand es halt interessant. Zum Thema Netzneutralität war, das ist so ein Standardartikel, aber ich glaube auch in der Features, nein, ich habe es im Standard gelesen. Es gibt die Telekom-Regulierungsbehörde, RTR, ja, und die dürfte in letzter Zeit häufiger aktiv geworden sein. Also Netzneutralität, das war ja ein Thema der EU, da haben ja viele jetzt dann gejubelt, wie diese neue Bestimmungen in Kraft getreten sind. Wobei, sollte man sich vielleicht mal das Logbuch Netzpolitik zu dem Thema anhören oder Social Hack drinnen spricht über das Thema, weil das ist zwar ein Fortschritt, aber das sage ich jetzt, ist noch nicht so, wie man es haben möchte. Also es gibt da Schlupflöcher. Ja, auf jeden Fall die Behörde, wie war denn das, ist jetzt gegen mehrere Mobilfunker tätig geworden. Und da gab's, ich weiß jetzt nicht, welcher Anbieter das war oder so, aber es gab zum Beispiel einen Tarif, der mittlerweile, glaube ich, eingestellt ist, wo du, wenn du dein Datenvolumen aufgebraucht hast, wird dein Netz langsamer, wird gedrosselt sozusagen. Allerdings hat dieser Anbieter auch ein eigenes Film- und Serienpaket oder ein Medienpaket also die Netzneutralität verletzt. Und das danach verletzt, genau richtig. Und darauf schießen sie. Das kann natürlich, wenn man so ein Kunde ist, kann das so auf den ersten, ja, früher war mein Tarif super und ich konnte immer noch meine Serien schauen, obwohl ich drüber bin. Mhm. Aber wenn man in der Long Run irgendwie daran denkt, dann nutzen das natürlich, werden das, sage ich jetzt einmal, etwas böse unterstellend, Firmen dafür nützen, so Datenvolumen künstlich niedrig zu halten, damit sie dich quasi in solche Angebote hineinbringen. Einfach gerade, um sich wahrscheinlich zu positionieren gegen, was jetzt halt angesagt ist, Netflix, Amazons, wie sie auch alle heißen mögen. Ja. Aber ich fand auf jeden Fall gut, ich habe ihn über diese Nachricht gestanden und habe mich gefreut, dass die schon aktiv sind und dass es da rumort in dieser Sache und dass man sich über das Thema Gedanken macht. Nicht mehr und nicht weniger. Ja. Mir ist der Artikel ein bisschen so vorgekommen, als hätten sie ein paar Mobilfunker beschwert beim Standard, dass die RTR sich jetzt ein bisschen um sie kümmert, aber ich sehe das eher umgekehrt, ne? Die RDR hat ja die Aufgabe, da ein bisschen zu schauen, dass auch sich an die Verordnungen und Gesetze gehalten wird. Also ich würde gar nicht so die Formulierung schießen auf, wie du gesagt hast, verwenden, sondern so kontrollieren Standard, einfach. Also naja, hast aber recht, die Formulierung. Ist mir zu sehr vorgekommen, jetzt als Verteidigungsartikel, so die armen Mobilfunker. Jetzt, wo du das sagst, ja, das kann man tatsächlich von der Formulierung ein bisschen so rauslesen. Aber ich habe mich gefreut. Inhaltlich ist schon okay, dass die sich darum kümmern. Was ganz interessant war, auch in den deutschen Medien ist relativ herumgegangen, jetzt ein Vergleichsbericht über die Kosten für Datenmobilfunktarife in unterschiedlichen Ländern. Mhm. Und Österreich wurde als Beispiel genannt, wie günstig es doch ist bei uns. Noch günstiger war ein Tarif dann in Italien, ebenso einer in Frankreich war relativ günstig. Also Deutschland ist bei den Ländern, die da verglichen worden ist, am schlimmsten gewesen, was das war. Also Größenordnung 30 Euro pro Monat für ein Gigabyte Datenvolumen. Also das haben wir zum Glück nicht, diese Verhältnisse. Das ist der Vorteil, der Vorteil jetzt sarkastisch gesagt und unter Anführungszeichen, wenn der Markt dereguliert ist. Nicht? Also je weniger Anbieter es dann noch gibt, oder wie dereguliert, wollte ich nicht sagen, wenn der Markt bereinigt ist, je weniger Anbieter es gibt, desto leichter tun sich die, je weniger es Konkurrenz ist, gibt dann die Preise auch hochzuhalten. Mhm, klar, ja. Deutschland gibt es nur mehr drei große Anbieter, der Rest ist Schweigen.
Ja, in Österreich kommt man das nur so vor, aber es sprießen die Billig-Telefonanbieter jetzt. Auch die virtuellen. Die virtuellen, genau. Also da weiß ich nicht, wie sie Spuso und die ganzen komischen Ausdrücke, spricht man sich die Zunge. Und jetzt gibt es sogar von Rapid, glaube ich, irgendwie einen eigenen virtuellen Mobilfunkanbieter, was ja auch schon irgendwie absurd. Das Einzige, was man vielleicht noch in der Rechnung berücksichtigen muss, dass halt auch wirklich das Netz in Deutschland wesentlich größer ist, weil das Land wesentlich größer ist. Mhm. Also Österreich ist vielleicht vergleichbar mit dem deutschen Bundesland Bayern, und in dem Moment, wo man über die österreichischen Grenzen nach Bayern fährt, zahlt man natürlich entsprechend, während wenn man von Bayern nach Baden-Württemberg fährt, bleibt man im gleichen Land, nicht? Also im gleichen Staatsgebilde. Daher würde ich schon verstehen, dass die Kosten vielleicht dort auch ein bisschen höher sind, weil halt das Land auch höher ist, größer ist. Nicht? Also muss ein größeres Netzwerk auch in Betrieb halten dann. Ja, das waren. Jetzt aber bin ich fertig mit meinen Technikthemen. Weil du gesagt hast, Netzneutralität, ich habe eine Meldung gelesen, glaube ich, in der Future Zone, dass Microsoft probiert in Indien für ländliche Gegend nicht als Free Basic, sondern sie einfach als Funk-Internet-Provider in ländlichen Gebieten aufzutreten. Mhm. Und da war dann die Frage, aber es wurde nicht ganz aufgeklärt, ob sie da jetzt nicht versuchen, durch die Hintertür wieder ihr Free Basic reinzukriegen. Es ist jetzt nicht offiziell das Free Basic, aber die Webseite von diesem Funkdienst. Das wird auch von Facebook auch wieder. Ja, also es ist von Facebook, nicht Microsoft, von Facebook. Ja. Habe ich halt auch gelesen. Netzneutralität. Genau, die haben ja das Konzept, dass sie irgendwie das Free Basics werden. Du brauchst nur Facebook, alles andere. Ja, ich glaube, sie haben schon ein bisschen mehr freigeschalten, aber bei weitem nicht das ganze andere Ding. Und das Interessante war natürlich auch dabei. Ja, das Interessante ist, dass Indien sich gewehrt hat, aber andere Länder, wie zum Beispiel Nigeria, glaube ich, nicht. Wo Facebook genau mit dem Free Basic-Konzept jetzt eben versucht zu verkaufen. Ne? Also die Netzneutralität wird da für große Leute schon weg. Ne? Ja, es ist auch dort beim ländlichen und bei diesen Gegenden ist es halt die Frage. Es ist ein Wikipedia-Zugang, wo dann auch Facebook dabei ist. Eine gute Sache vielleicht, doch. Ja. Oder muss man so einen Zugang, wo eine Firma bereit ist, jetzt reinzubuttern, muss man das der Netzneutralität opfern? Ich meine, alle Prinzipien opfert man sie nicht. So Alarmglocken schrien schon auch dabei. Also, aber ich denke, das ist halt Marketingstrategie. Du gehst extra auf so ein Feld, wo dann alle sagen, boah, ist das toll, sein. Dass sie... Soll Marketing sie da, und Facebook und Ding, aber... Nein, Marketing gegen Netzneutralität. Das heißt, die armen Äthiopier, die haben gar kein Internet, ihr könnt doch nicht dagegen sein. Und damit haben wir Fakten geschaffen und es gibt jetzt... Ja, vielleicht machen die armen Äthiopier, machen nicht so viel Facebook, schauen sich in Wikipedia an, den Artikel über Netzneutralität, und wenn sie dann Infrastruktur haben, schafft sie das Ganze da. Ich meine, es sind immer so zwei Sachen. Ja? Also ich möchte jetzt kein Advokat für die Facebook-aggressive Strategie sein, aber das ist, keine Ahnung, schwierig. Kommen wir zum Thema Kultur. Ich habe erfreuliche YouTube-Serien zum Annoncieren. Mach das. Du schaust so böse. Annoncieren Sie. Müde. Bevor YouTube, ganz etwas Hübsches und Erfreuliches, Atlas of Preuside, der Vorurteilsatlas mit ganz schönen Landkartengrafiken. Mhm. Das ist anscheinend ein Buch, aber ein paar Seiten davon sind frei anschaubar unter atlasofpreuside.com. Und ich habe wieder auf einer imgur.org/Seite über Reddit gefunden, eine sehr schöne Seite über Italian Food. So eine Art Landkarte von Italien mit so schönen Meridianen und wie heißen die anderen, die Longitudine, diese Linien. Mhm. Und da ist dann halt praktisch so konzentrische Ringe um Italien herum, wie sehr das Essen für Italiener noch essbar ist. Also wir Österreich ist gerade noch in der Genießbar-Zone, und je mehr es halt nach Norden geht, desto und es gibt den Spaghetti-Meridian und ein paar Polter. Also es ist sehr, sehr süße Grafiken halt von jemandem, der gerne so geografische Karten veranschaulich macht. Das ist Sag mal ins Blaue hinein, wir können uns auch tatsächlich nicht beschweren. So gefühlt macht jede Woche eine neue, also super authentische Pizzeria. Genau, ja. Noch dünneren, bei absurden Temperaturen, warm gehaucht vom Pizzabäcker. Warm gehaucht. Also,
Und sonst habe ich zwei, die Lage wird immer besser, ja. Zwei YouTube-Empfehlungen. Eine, die ich derzeit, die mich immer reinsaugt wie in ein schwarzes Loch, wo ich dann anstatt zu schlafen eine nach der anderen gucke, ist der Great War YouTube-Serie. Mhm. Und es wird von einem Engländer gemacht, zum Teil helfen ihm Leute dabei, und der macht Woche für Woche eine YouTube-Serie über den Ersten Weltkrieg. Ja. Und zum Teil dann auch mit Specials, aber sonst versucht er einfach zu erzählen, was ist genau in dieser Woche vor 100 Jahren passiert. Okay, und macht also das sehr, sehr schön, also so auch mit einem ganz tollen Schreibtisch und so stylischen Uniformen und so, und gibt halt auch seine Kommentare ab, dürfte Hobbyhistoriker sein oder interessiert sich dafür. Und mich haben natürlich die Specials über Österreich interessiert, über Franz Ferdinand und Kaiser Franz Josef und Konrad von Hötzendorf, den findet er einen der unfähigsten Generale ever. Ja, und aber sehr, sehr, sehr interessant. Also auch die Österreich-Episoden, also da ist genug Fleisch dran, um sich... Ja, also der beleuchtet alles und da gibt es halt Specials über, was weiß ich, Flammenwerfer oder... Man sieht nur ihn erzählen oder sind da jetzt... Nein, du siehst ihn kommentieren, so ein bisschen wie Hugo Bortisch im ORF. Ja. Also du siehst ihn, wie er halt seine Meinung dazu abgibt und so, und dann sind immer wieder Einspielungen und Fotos und zum Teil auch so Trickzeichnungen. Also für mich ist er extrem faszinierend, aber jetzt nicht, weil er so urviel Originalmaterial bringt, sondern einfach, weil er halt wirklich sehr genau zeigt, in dieser Woche ist das und das passiert. Und also viel genauer, als man es im Geschichtsunterricht gehabt hat. Wie lange dauert das so eine Episode? Die sind die typische YouTube-Länge, also ich glaube nicht über 7 Minuten ist eine, aber man will dann halt gleich klick weiter und dann dieses Thema und was passiert da. Also sehr gut gemacht. Die andere, die ich auch schon länger gucke, die heißt History Buff. Und das ist auch so ein Historiker, und der hat als Hobby Kinofilme angucken. Und im Prinzip nimmt er lauter Szenen, Originalszenen aus dem Film, schneidet aber den Ton raus, sondern redet. Und er tut halt akribisch die historischen Ungenauigkeiten und Unmöglichkeiten von dem Film. Also ein History-Buff halt. Ja. Okay. Das Besondere ist, er selber agiert als Zeichentrickfigur. Mhm. Also man hört zwar seine Stimme, aber man sieht ihn als animierte Trickfigur und nicht als echten Sprecher. Ich weiß nicht genau, welchen Hintergrund das hat, aber es schaut ganz lieb aus. Und das Nette ist, man spart sich dadurch, einen Film zu sehen, den man nicht unbedingt sehen wollte, aber doch wissen will, wie er ausschaut. Weil wenn es halt 10 Minuten lang oder 7 Minuten lang Originalszenen siehst, dann weißt du, das ist eigentlich eine ziemlich gute Zusammenfassung. Ja. Und die letzte, wo ich sehr habe lachen müssen, war, ich glaube, von Mel Gibson, Apokalypto oder Apokalypso? Ja, so ein Film über Staten-Meyer von Mel Gibson, dürfte irgendwann 2000 irgendwas herausgekommen sein. Mhm. Du hast ihn gesehen auch. Ja, wahnsinnig blutig wieder mal. Ja. Also Mel Gibson, Blutorgie. Und er sagt dann halt immer, ja, und an dieser Szene, da sieht man jetzt einen Markt und das beruht auf Ausgrabungen und das ist auch wirklich historisch korrekt. Und dann kommt sozusagen ein kleiner Ausflug von ihm in Wikipedia oder in die halt Forschungsergebnisse, die diese Szene belegen. Und ab und zu kommt dann halt irgendwas, wo er nicht sehr zufrieden ist, weil er sagt, das kann nicht sein. Oder ab und zu erzählt er dann den Hintergrund, warum halt das jetzt so gemacht wurde. Und bei Apokalypto ist halt so lustig, da ist dann am Schluss eine Szene, wo im Jahr 900 nach Christus die Spanier plötzlich vor Mittelamerika sind mit so Schiffen, die sind erst 1490 gekommen. Und er sagt dann nichts mehr, sondern schlägt halt nur so den Kopf auf den Schreibtisch und hält sich die Hände über die Ohren. Und also, man sieht einen Still so im Fendi, es gruselt ihm ja. Extrem witzig. Also er leidet halt natürlich unter den historischen Ungenauigkeiten. Oder einen Film, den habe ich sogar im Kino gesehen, Master und Commander, so ein Seefahrerfilm, ein Segelschiff-Duell praktisch. Und da sagt er dann halt über die historischen Hintergründe. In dem Film wird ein französisches Schiff gejagt von Engländern und die historische Grundlage war das aber ein amerikanisches Schiff. Aber das war, der Producer hat dann halt gemeint, das ist dem amerikanischen Publikum nicht zumutbar, dass das böse Schiff ein amerikanisches ist. Deshalb haben sie halt ein bisschen umgemodelt. Und so. Und das ist interessant, weil, ja, also kann ich auch erzählen, Historiker. Das da geht er halt drauf ein. Schön. Und man sieht halt jede Menge Originalszenen und kriegt aber bessere, noch schon nette, obergescheite Erklärung dazu. Also ganz, ganz nett. Gut, ist notiert, wird geschaut.
Wie die das wohl machen mit den Lizenzen für das Zählen? Ich nehme an, dass es gibt und in Amerika zumindest dieses Ding, dass du, wenn du, wenn es Satire ist oder du ein Quote machst, also ein Zitat für eine Besprechung. Für ein paar Sekunden. Ja, nur der praktisch das ganze 7 Minuten lang nur Zitate, ja. Aber ich glaube, es ist gedeckt durch irgendein amerikanisches Zitationsgesetz oder so. Also ich nehme an, mit deutscher Rechtsprechung wäre es schwieriger. Kann man nur mutmaßen drüber. Ja, ja, aber dürfte anscheinend nicht verklagt sein. Oder vielleicht ist er deshalb eine Zeichentrickfigur, weil er sich schützen will. Apropos deutsche Rechtsprechung und YouTube, GEMA und YouTube haben sich geeinigt. Haben sie sich jetzt geeinigt, ja. Also ist auch durch die Podcast-Szene ein bisschen gegangen, zumindest bei den Podcasts, die ich gehört habe. Mhm. Das heißt, inkludiert das dann sofort die AMA auch? Nein. Oder ist das wieder anders? Nichts zu tun. Mhm. Wobei bei uns war tendenziell immer weniger blockiert als in Deutschland. Ah, ging es uns sogar besser. Ich war sonst im Theater, wenn ihr nichts Kulturelles habt. Ich habe noch 2 Filme, mach du doch mal das, oder willst du das als schöner Abschluss machen? Wie steht dir die Laune? Ich bin gerade ich will reden. Was spricht? Also ich war in der Tagespresse-Show im Rabenhof-Theater. Tagespresse, schön. Kennt man es wie Postillon, seine Satire, Fake News, Seite, macht immer sehr nette Meldungen, glaube ich fast täglich derzeit. Und die haben jetzt eben auch eine komplette Nachrichtenshow. Das ist im Prinzip ein Ein-Personen-Theaterstück und du sitzt im Rabenhof-Theater und schaust praktisch in so eine Art ZIP-2-Nachrichtenstudio hinein, wo genau ein Sprecher sitzt und dann halt Nachrichten vorliest. Mhm. Und dazu, damit es nicht fad ist, gibt es immer wieder Videoeinspieler, die sie im Voraus gedreht haben, mit Schauspielern da. Wer ist der Sprecher? In den Shownotes bitte nachlesen. Okay, aber keinen, den man kennt? Irgendwie. Ich habe ihn jetzt nicht gekannt, aber das heißt gar nichts. Okay. Und ein paar von den Einspielern, von den Schauspielern habe ich erkannt. Also einen, das war glaube ich Stermann und Grissemann Duo. Und einen Moderator haben es gehabt, der immer die Außenaufnahmen, also, oder einen Reporter, der sozusagen die Außenaufnahmen von der U6 gemacht hat. Und der hat bitte in den Shownotes nachlesen, dass ich jetzt nicht falsch sage. Ja, und sonst war ganz nett. Also es wird nicht fad, obwohl es nur ein Sprecher ist. Eben durch sehr viel Soundeffekte und Videoeinspieler. Und so wird man sozusagen ständig bombardiert mit neuen schrecklichen Nachrichten und Witzen. Und das sind eigene Meldungen oder welche, die schon im Internet... Nein, ganz einmal habe ich kurz ein Video erkannt, da haben sie kurz ein Videoschnipsel gespielt, was halt so ein was bekanntes Meme war und mit einem anderen Kontext verwendet. Aber im Prinzip größtenteils haben es selber Leute aufgenommen oder einfach das bekannte Format, dass sie sich vor eine U-Bahn-Station stellen und Passanten eine praktische Fangfrage stellen. Also eines war der Schmäh, ISIS und die ISS, also die International Space Station, das haben die Leute natürlich reihenweise verwechselt und dann so meinen sie auch, die ja wussten sie, dass ISIS, ISS über uns schwebt und so. Ja. Und so. Und zum Teil war nett, also sie haben auch zum Teil die Leute reden lassen, also diese interviewten Passanten, da ging es um die Drogenkonsum in der U6 und solche Aufregerthemen, die haben da zum Teil selber einen ganz guten Schmäh gehabt, das haben sie drin gelassen. Also, so eine Sache, aber da hat er gesagt, ja, es werden jetzt so Schutzanzüge für U6-Passagiere ausgegeben und eine alte Oma hat dann gesagt, ja, gegen was sollen die schützen? Und er, ja, so gegen Drogenkonsum und freie Liebe und so. Und die hat dann gesagt, na, da mache ich mit. Also das war zum Teil dann herzig, also nicht so durchgestylt. Also hat es dir gefallen, wie lange hat denn das gedauert? Das hat mit Pause, das werden schon so 2 Stunden gewesen sein. Das war brav, das ja. Ja. Also eben durch die Einspieler hast du so immer Kurzfilm und dann wieder tut er was sagen und dann kommt wieder so dramatische Musik. Und ja, es war ein bisschen viel, also ein bisschen viel, wie soll man sagen, viel lustig. Nein. Viele Schmähs waren in der Richtung so auf Fremdschämen, so in Richtung Despira. Also die bildungsbürgerliche Elite macht sich jetzt über die Prolos lustig. Das war. Also diese Formate, wenn man irgendwen interviewt zu einem Thema, wo er sich so nicht auskennt und der redet dann einen Blödsinn und alle lachen dann. Und wenn du ehrlich bist, wird dir das vielleicht, wenn du frisch vom Zahnarzt kommst oder so, wirst du dich auch nicht ganz auskennen. Ne? Also ein bisschen von dem Einschlag hat es auch. Ja, war ein bisschen. Und sonst eins,
haben sie den Richard Lugner hat natürlich eine Rolle gespielt, aber dann haben sie versucht, seine Art Faden durchzuziehen, also mit Meldungen, die sich dann immer wiederholen. Und dann wurde da der Zweite Weltkrieg gedroht, wiederholt zu werden, und Lugner hat geputscht. Man sieht Richard Lugner mit einem Stahlhelm und mit einer STG 77 herumfuchteln. Ach, Mann, ja, und am Ballhausplatz, und dazu so Hubschrauber reingeschnitten. Und ja, hat er sicher gerne gemacht. Und da redet er halt seinen typischen Lugner-Speech, dass die Regierung gehört ausgekaut und er ist jetzt Präsident und so. Und eigentlich, dann lacht man, denkt man, haha, wie lächerlich. Andererseits, es war gerade die Trump-Wahl. So. Ja, es denkt man dann, ups, es bleibt dann ein bisschen im Hals stecken. Ja. Aber es klingt nach einem guten. Aber wie spielst du das jetzt noch eine Zeit? Kann man sich das anschauen oder war das eine? Ich verweise auf die Rabenhof-Theater-Homepage. Okay. Aber ich nehme an, es hat für mich so gewirkt, als versucht die Tagespresse aus ihrem Brand und aus ihrem Content jetzt halt andere Vermarktungsformen auch zu finden. Und eine ist zum Beispiel, dass sie halt eine Show haben, die herumtouren kann. Das ist auch gut. Diverse Theater. Ja. Und zwar sicher. Das ist sicher ein unterhaltsamer Abend. Ich habe zum Anfang über Hörensagen kennengelernt und jetzt ist es immer mehr in meinen Feeds verschwunden. Ich möchte es eigentlich nicht mehr missen. Also nicht, dass jetzt dass ich mich jetzt bei jeder Schlagzeile zerkugel oder so. Aber sie haben schon erstaunlich viele gute Treffer. Da merkt man schon, da ist jemand dahinter, der das dann schon gut macht. Ja. Ja, also insgesamt eine Empfehlung und einfach die Tagespresse-Show. Letztens war es ja nett, Auffahrunfall mit dem Bus vom 13a, aber alle 700 Fahrgäste konnten gerettet werden. Ja, 7, ja. Sagt alles, super. Das ist nett. Ja. 700 Fahrgäste vom 13a. Zum Wohle. Ja. Westward. Ja, das kann ich eigentlich ganz, ganz, ganz geschwind machen. Ich freue mich schon so. Und ich weiß auch nicht, ob es berechtigt ist, auf eine Serie, die hoffentlich irgendwann mal bei unseren Streaming-Angeboten oder so kommen wird. Westworld. Es gibt jetzt eine aktuelle amerikanische Serie und die ist, glaube ich... Von der wird doch schon viel geredet, oder? Genau, da wird schon viel geredet, aber das muss man sich ja immer selber eine Meinung bilden. Aber er spielt zumindest Anthony Hopkins und der Ed Harris mit. Also das heißt... Es scheint so, als würde diese Serie ganz interessant werden für Freunde des dystopischen Science-Fiction-Genres. Aber jetzt mal zum Ursprung. Ich habe mir nämlich in Vorfreude auf diese Serie angeschaut, Westworld, den Originalfilm aus dem Jahre 1972, geschrieben, Erscheinungsjahr 1973, sehe ich gerade, geschrieben von Michael Crichton, der kein Unbekannter und auch Regie hat er geführt, Drehbuchautor ist, weil der hat auch das Drehbuch beispielsweise für Jurassic Park geschrieben. Und ist auch ein Buchautor. Und genau, richtig, weil der Film basiert ursprünglich auf einem Roman von Michael Crichton. Und Michael Crichton hat eine Idee, nein, er hat wahrscheinlich ganz viele Ideen, aber da, wo ich ihn herkenne, hat er eine Idee, und das ist ein Vergnügungspark und alles geht schief. Also Jurassic Park hatten wir, die Dinos zerfleischen alle. Was haben wir bei Westworld? Bei Westworld haben wir ein Erholungsresort, wo es eine Wild-West-Welt gibt und eine Mittelalter-Welt gibt, in der Roboter, die eine Wild-West-Welt vorspielen. Und du kannst als Besucher rein und kannst dein versteckten, wahrscheinlich für viele Amerikaner, Traum eines Cowboys irgendwie dort nachspielen. Und wenn du mal ein Duell hast, macht ja nichts, du schießt ja auf einen Roboter, der fällt um, der wird eingesammelt, repariert, kommt am nächsten Tag wieder da und so wiederholt der sich Roboter die ganze Geschichte. Der Roboter darf nicht auf dich schießen, oder? Nein, es ist so, dass das wird dann schon formuliert irgendwie. Ja. Es ist dann so, dass, glaube ich, dass die einen, also in einer Szene sieht man dann einen der Roboter, die auf einen Menschen schießen wollen, und da hat der Pistole dann so eine Blockade. Aber eigentlich müssen sie auch drauf schießen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es genau erklärt wird. Vielleicht mit Platz. Aber es ist für die Menschen halt ungefährlich. Also das Ding ist, du hast die Simulation eines gefährlichen Abenteuers, aber in Wirklichkeit kann da nichts passieren. Gibt es eine schöne Szene in dem Acton Mannequin dazu, in dem schwedischen Film mit den Robotern. Das haben wir auch gerade gedacht. Das ist eine Episode, wo auch die Roboter in seinem Paintball-Schieß-Ding sind. Ja, stimmt. Acton Mannequin ist übrigens auch eine absolute Empfehlung, schwedische Science-Fiction-Serie, die das sehr gut thematisiert. Haben die Amerikaner mittlerweile auch geremaked, glaube ich, aber anderes Thema. Und ist nicht, oder verwechsel ich das jetzt, gibt es nicht auch so eine Welt, wo dann so Sexroboter sind? Also, das ist das nicht in dem Westworld?
Also, ich weiß nicht, also bei mir verschwimmen. Ich habe ja, ja Westworld und den zweiten Teil dazu Future World gesehen. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob neben der Mittelalterwelt noch nicht die römische Welt oder zumindest auch da ist. Aber man kann so und seine History-Fantasy auswählen. Wird auch dort thematisiert und also auch in Westworld gibt es natürlich die Liebesroboter. Ah, okay. Ganz ja. auch ins, das wird dann auch von, also die Kunststory ist so ein, zwei Freunde fahren da rein und leben so ihre Abenteuer. Das wird doch sehr, man muss sagen, die 70er Jahre, wenn man es jetzt nochmal anschaut, ich habe dazu ja ein liebevolles Verhältnis, ähnlich wie zu Planeta Affen. Aber es wird schon getragen erzählt. Also es wird dann schon auch zum Beispiel eine gesamte Schlägerei in so einer Bar gezeigt. Einfach nur, um zu zeigen, wie sich die beiden Freunde dort amüsieren. Und das dauert relativ lange, bis da eigentlich, also abgesehen von Foreshadowing, bis da dann wirklich es zum Kippen kommt. Und die Roboter, das kann man vielleicht auch noch kurz anreißen, die beginnen halt nach und nach irgendwie außer Kontrolle zu geraten und auch Menschen wirklich umzubringen. Ja. Und einer der Hauptbösewichte, und das ist ja wirklich auch ein Gusto-Stück von diesem Film, ist der Yul Brynner, der sich nämlich als Erzfeind einen eben dieser befreundeten zwei sucht. Der erschießt ihn am ersten Tag in einem Duell und der bleibt darauf hängen, der merkt sich das und will ihn, verfolgt diese beiden halt dann wirklich lange. Und der Yul Brynner halt in so einem schwarzen Cowboy-Outfit. Ich bin mir jetzt nicht sicher, hat er nicht bei Die Glorigen 7 auch so ein schwarzes Bandel drin? Okay. Ja, also wunderbar, also auch da so die Cross-Referenz, wenn das danach war. Auf jeden Fall hat man mit dem Yul Brynner so eine Art Proto-Terminator. Also alles, die beiden flüchten und verfolgt ihn halt. Und man muss einfach sagen, die Idee war damals frisch. Sie bemühen sich, einiges aus dieser Welt zu zeigen und zu erklären. Und dadurch hat das Ganze einen unleugbaren, bis heute noch immer einen Charme. Es ist vielleicht, hat seine Längen, aber es war jetzt, würde ich sagen, durchaus ein qualitativer Movie. Mit all seinen Schwächen und Zeit und Pacing, cool, die er macht. Und direkt im Anschluss danach, waren wir anscheinend noch nicht müde genug, weil das halt so. Was könnte man jetzt schauen? Haben wir uns den Nachfolgefilm dazu angeschaut, namens Future World aus dem Jahre, das hat den deutschen Untertitel Das Land von Übermorgen und ist 1976 Ding. Yul Brynner am Cover wieder groß oben in seiner Montur und so. Und in der Hauptrolle hat man aber diesmal Peter Fonda. Mhm. Und Peter Fonda spielt einen Journalisten, der zusammen mit einer Journalistin dorthin reist. Und die Story ist so, Westworld wurde damals irgendwie gesperrt, aber die Firma hat es weitergegeben und sie haben die... Klingt so nach Jurassic Park. Ja, die zweiten Teile und dritten Teile wurden ähnlich erklärt. Ja. Aber diesmal machen sie alles richtig. Und es gibt keine Unfälle, und um diese Transparenz zu schaffen, laden sie eben diese Journalisten ein. Und kurz zusammengefasst, dieser Film ist wirklich, also mir hat er nicht gefallen. Also es ist so, dass du die erste halbe Stunde denkst du noch so, nicht schlecht, ja, weil da gibt es eben diese Future World, das ist eine Science-Fiction-Welt, da kriegst du so Art Pyjamas angezogen, die so nach Raumanzügen aussehen und dann wird so ein Shuttle-Start simuliert und du verfolgst dann halt die beiden Frauen über die Future World, da sieht man das meiste, so also ein paar Seithandlungen sieht man in den anderen Welten auch. Und in den ersten halben Stunden siehst du halt ein bisschen was von dieser Future World, da gehen sie am Mars Skifahren beispielsweise oder sie haben so eine Art holographisch, kann man eigentlich nicht sagen, aber so ein Schachspiel, aber das so wie Battle Chess funktioniert. Und das haben sie optisch aber ganz hübsch aufgeschlüsselt, weil sie haben das so reingezoomt ins Schachbrett und haben halt so echte Schauspieler und echte Schachfigur-Aufbauten genommen. Also da denkt man sich, schön. Oder sie haben so einen Boxautomaten gehabt, wo du so in Handschuhe rein einschlüpfen kannst und in der Mitte stehen aber zwischen dir so zwei echte Menschenroboter und die boxen dann gegeneinander. Und da hat man sich dann gedacht, nicht schlecht oder so, aber ab dem ersten Drittel wird das komplett ausgeblendet, man sieht nur noch Peter Fonda, wie er verzweifelt in irgendwelchen Heizungskellern rumrennt, da trifft er dann noch irgendwie einen Techniker dort, der irgendwie die ganze Zeit nur mit seinem Wartungsroboter Karten spielt und sie verlieren halt auch komplett die Story aus den Augen. Also erster Teil, wir erinnern uns, Roboter drehen durch, ganz einfache Prämisse. Im zweiten Teil kommen auf einmal
Klone und dann geht es eher um Brainwashing und um Austauschen. Mhm. Und wenn sich das auch gut anhört, es ist auf jeden Fall so nicht Kasse gut, gemacht mit Fortsetzung, nicht ganz ein neues altes Phänomen. Und was einem fast, ich meine, es ist das Beste am Film, aber nur auf der Trash-Meta-Ebene, ja. Ist, wie sie Yul Brynner eingebaut haben. Ja. Weil Yul Brynner ganz groß natürlich am Cover, habe ich ja schon erzählt. Also aber immer gedacht, Yul Brynner wieder im Cowboy-Outfit, ach, ich freue mich, ist egal, wie der Film ist. Ich habe Yul Brynner als Prototyp. Herrlich. Nein, sie bauen ihn insofern ein, dass die Journalistin wird ihn so während der Tour in so ein Gerät hineingesetzt mit so Kopfanschlüssen, wo man ihre Träume mitverfolgen kann. Und dann sieht man so einen Traum von ihr. Schon, ich meine, allein bedenklich, dass so zwei Herren draußen an der Kabine stehen und sich anschauen, was die Frau so träumt. Ja, allein das schon höchst so hinterfragenswürdig, aber das sei mal dahingestellt. Was man dann sieht, ist sie, wie sie vor Yul Brynner auf einem Haus halb flüchtet, aber auch von ihm magisch angezogen ist und Yul Brynner irgendwie ihr nachgeht und dann kommt so eine kurze Liebesszene. Da hat er noch irgendwie so ein lächerliches Lasso, da hat sie um die Hände geschlungen und er schnappt dieses Lasso so weg und küsst sie dann. Und ich habe mir gedacht, was? Ach, und warum hat man ihn dann überhaupt eingebaut? Weil das war halt ihr erotischer Traum oder so. Ja, ist ein Aufputz für den Film, damit man nochmal sagen kann, wir haben Yul Brynner drinnen oder so. Und er wird sich. Aber es hat keinen Bezug. Yul Brynner wird sich auch nicht gedacht, dann mach ja. Die Kohle. Habe ich in der Drehpause zum ersten Teil wahrscheinlich gedreht. Und ja, dann sieht man das. Also der zweite Film, ein krasser Absturz. Ja. Also, es gäbe ja noch, mir fehlt noch als Anschluss zur Westworld-Serie jetzt. Gibt es noch eine Westworld-Serie aus den 80er Jahren? Ist aber nur, glaube ich, 4 oder 5 Episoden, sowas um den Dreh herum und ist dann auch eingestellt worden. Mhm. Aber das könnte ich mir noch anschauen und hoffe dabei, dass sie sich am ersten Teil orientieren und nicht am zweiten. Und jetzt kommt aber irgendeine ganz neue Westworld-Serie. Richtig, das ist da, weswegen eigentlich ich jetzt einen Impuls hatte, mir das wieder anzuschauen. Klar. Genau, die mit also deine Empfehlung ist der ganz älteste Westworld. Ja, den kann man sich auf jeden Fall anschauen, weil das ist das war schon damals eine frische Idee und der ist auch gut, der Film. Ich mag den. Vielleicht ein bisschen verkehrt, weil ich ihn schon so oft gesehen habe. Aber, ja. Gut. Anna und der König von Siam. Aha. Hast du gesehen? Nein. Was ist damit? War eine sehr nette Serie mit dem Yul Brynner, als ich, weiß, ich ein kleiner Junge war. Das habe ich damals sehr gern gesehen. Wirklich? Ja, okay. Ganz andere Rolle. Er ist eben der König von Siam. Ja. Er ist der König, aber das ist eine amerikanische Lehre basierend. Aber ist das dasselbe wie der King and I oder das war ein Film, glaube ich? Ja, ich glaube, das ist dasselbe Thema zumindest. Ja, zumindest dasselbe Thema, ja. Der alte Glatzkopf, ja, aber ich habe ihn gerne in Yul Brynner. Ich frage mich, vielleicht schaue ich mir das auch an. Gut, ich muss mal aufschreiben, Yul Brynner Filme anschauen. Mhm. Gut. Aber keine Dinos. Ja, ohne Dinos. Ich bin ja nicht so ein Jurassic Park Fan. Daran erkennt man ja, dass Jurassic Park so ein alter Film ist. Weil da hat es ja noch die Dinos gegeben. Das ist viel älter als Westworld. Sind wir ausgekostelt? Du hast noch eine ganze Liste von Sachen, die sonst nie erzählst. Oh ja, das mache ich zum Wunsch-Special. Nein, liebe Hörer, der Gregor, der verheimlicht uns mittlerweile schon 6 Themen. Ich weiß. Ja, wenn du Punsch-Special annoncierst, müssten wir auch das Datum annoncieren für einen Punsch. Jetzt habe ich was gesagt, ha? Ja, ich weiß nicht, wir können schon was fixieren. Na dann. Machen wir's. Nächstes Mal altes AKH. Nächstes Mal altes AKH. Das ist Dienstag, der... Heute ist der 29. oder? Und 6, nein, und 5. 5. Dezember kann das sein? Nein, 6. Dezember. Ich kann Kalender rechnen, habe ich es nicht. Da schaue ich lieber nach. Nein, 4. ist der Sonntag, 5. ist 7. Nachdem wir immer Dienstag aufnehmen, ja? Ist es der 6. 6. Ja. 4. Okay, 4. 5. 6. Passt. Also Nicolo. Nicolo. Also zum Nicolo nehmen wir auf im alten AKH. Mhm, zum Krampus. Und wir treffen uns dort. Nein, Krampus ist der 5. Ach, das sind verschiedene Termine. Ach, habe ich schon nicht mehr da. Gut. Dann ist Nicolo. Damit annonciert. Wenn Sie dabei sein wollen, Punsch trinken. In Verkleidung. Mit Stab. Nein, geht auch ohne. Ja. Treffpunkt dort beim Supermarkt, beim Billa, ne? Dass wir uns finden. Mhm.
Gut so. Na dann sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.